Herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, wir lachen jetzt schon. Ghost Recon Wildlands Beta. Die erste Folge war schon sehr lustig. Wir haben viel gelacht. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir sind wieder in der Vierergruppe unterwegs. Ihr müsstet übrigens alle mal Enter drücken, dass ihr auch die richtige Mission zugewiesen bekommt. Ja, Flamme der Rebellion. Wir sollen immer noch den Sender ausschalten. Okay, Matze hat schon mal gerafft, dass er Enter drücken muss. Ah, jetzt ist auch Anna da und fehlt nur noch die Nadine. Wunderbar, wir haben dieselbe Mission. Steigt ein, Freunde. Ich fahre euch sicher an den Ort des Geschehens. Nur bitte vergesst nicht, euch anzuschnallen. Matze, jetzt steig ein! Mann, ey. Oh, braucht ihr das Radio oder kann ich das Radio ausmachen? Also mit meinem Kumpel Jaime? Oder keine Antwort. Wayne, glaubst du, deine Augen sehen die Wahrheit? Und deine Ohren hören? Irgendwie habt ihr gerade ein bisschen geleckt im TS, aber warum auch immer. Hey. Ja? Würdest du mir einen Gefallen tun? Das TS funktioniert wunderbar. Ich bin auf dem Feld am LA Memorial Coliseum. So Befehl. Was ist mit dir? Verbrenn meine Festplatte. Verbrenn sie, wirf sie ins Meer. Vergras sie unter dem Fels am Meeresboden. Werd den Scheiß einfach los. Und wehe, du siehst nach, was drauf ist. Oh, jetzt hat's mich aus dem TS gekegelt, aber im Spiel bin ich noch. Naja, hören mich die anderen halt nicht. Esto es ese vato. Radio Santa Blanca. Ja, liebe Zuschauer. Ja, ich bin irgendwie rausgeflogen. Mach doch mal das Kackradio aus, Mann. Ja, das wollte, habe ich doch gefragt, ob ihr das braucht. Ich mach's ja schon aus. Ich hab's ausgemacht. Ich hab's extra für euch angelassen. Du bist aus dem Dings geflogen, aus dem TS. Keine Ahnung, was du gefragt hast. Ja, ich hatte gefragt, ob das Radio jemand braucht. So, wir fahren hier weiter. Es kann übrigens sein, dass ich noch öfters mal aus dem TS fliege, weil wir haben nämlich mal den Codec hochgestellt. Und es kann sein, dass das ein Problem ist. Aber wir werden es gleich sehen. Oh, da ist jemand zum Verhören. Ah, den haben wir doch, die haben wir doch vorhin schon. Also hier in dem Haus waren wir vorhin. Das Haus der Sicarius. Ich glaube, wir stürmen da nochmal rein, oder Freunde? Ja, da bin ich doch ausgestiegen quasi. Oh, ja. Ja, sehr stylisch ausgestiegen. Oh. Alter, da sind zwei Jungs drin mit Ausrufezeichen über dem Kopf. Die bitte nicht töten, danke. Also, ne, habt ihr gehört, die töten. Wir haben ja sehr gut gescoutet gerade, oder? Hat mit einem Schuss ins Bein getötet? Also, ich scoute gerade noch. Also, ich glaube, hier ist keiner mehr. Sauber, alles Paletti? So, dann wollen wir mal verhören. An dem Haus haben wir übrigens mein Geld. Guck mal vor hier zu dem Haus. Munition. Also hier bei mir könnt ihr einen Bonus-Fertigkeitspunkt holen. So ein Bonusorden. Und dafür tun. Hier einfach E drücken und dann kannst du hier nicht E drücken. Und dann ist im Weg wahrscheinlich. Hier oben ist niemand, ne? Nee. Dann haben wir den vorhin schon geholt. Können da nicht eh drücken. War doch da gar nicht drin vorhin. Wartet mal kurz, ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Laptop? Ich muss mal hier nach dem TS gucken. Es leckt so brutal, vielleicht sollte ich nicht nebenher uploaden. Es geht sofort weiter. So, da sind wir wieder und ich hoffe, dass das TS jetzt nicht mehr so leckt. Komm, get some. Achso, nee, falsches Und Spiel. Matze okay. hat gerade das Wichtigste in diesem Spiel entdeckt. Man kann nämlich Löcher in die Kloschüssel schießen. Ja, das ist sehr wichtig. So, jetzt können wir weiterfahren. Aber ich finde ja den Weg zu weit. Wir fahren jetzt mit dem Auto hier so. Es war mir klar, dass Matze sich den Kofferraum legt. Leute, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt einfach das Auto über eine Klippe fahre, wir mit einem Hechtsprung rausgehen? Mats kommt da hinten nicht mehr raus. Also das TS leckt vom Feinsten. Also ich werde gleich den Codec mal runterschrauben.
dein Intellekt, das ist so wichtig. Also irgendwie leckt das TS brutal. Soll ich vielleicht mal den Codec wieder runterschrauben? Das war doch vorhin nicht so. Wartet mal kurz. So, wir haben jetzt mal den Codec im TS wieder runtergestellt. Jetzt hoffen wir mal, dass ich jetzt wieder was höre von den anderen. Das tut mir echt leid. Was war jetzt mit dem Radio? Ich soll es lauter machen, habt ihr gesagt? Also ich weiß nicht, was mit diesem TS ist. Es leckt wie bescheuert. Leckt gar nichts bei uns. Ja, aber bei mir, wie sau, ich höre euch nur in... Soll ich vielleicht das TS mal aus und wieder anmachen? Könnte man. Ja, warte, dann muss ich die Aufnahme ja nochmal unterbrechen. Das ist ja zum Kotzen. War recht dran. So, jetzt habe ich nochmal das TS neu gestartet. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Also gerade eben ging's. Wir müssen Gott sei Dank nicht zu diesem lila Punkt hin. Wir müssen hier rechts abbiegen. Also das ist doch unfasslich. Ich sehe lila immer noch. Bei mir ist der Pfeil. Geschafft oder so, die sind... Der Pfeil vom Liege. Ja. Ist na, fahren, ne? Ist nicht so dein Ding. Alter, wie er da im Kofferraum liegt. Ich weghauen. Was müssen wir hier jetzt machen? Yes, hier ist Munition, ne? Ja, hier müssen wir irgendwas machen, warte mal. Startet. Aber wir gucken uns erstmal hier um. Hier gibt's Munition. Ich hab Monster am Weg. Ich hab keine Ahnung, warum das heute so leckt. Oh, da kommen Freunde. Eingraben, los, wir müssen die bekämpfen. Ich gehe im Haus in Deckung. Ja, da, die orangen Autos auf der Karte. Das. Ich hab einen. Timper. Au, tot. Wo bist du tot? Da, genau in der Mitte von beiden, wie geil ist doch denn? Hast du eine Granate? Ich kann dich gerade nicht retten, ich bin auch fast tot. Ich bin tot. Scheiße. Leute, retzt mich! Ach, das ist verteidigen Sie den Sender. Wir müssen das Ding verteidigen hier, diesen Sender. Ja, da sind noch zwei Jungs vor der Tür. Die stehen direkt, ja. Na, den hab ich nicht. Ja, sind beide erwischt. Das ist alles klar, wir können weiter. Also, wo rettest du mich denn? Gewesen. Ich rette dich. Was die anderen. Komm, heilen. Da ist noch irgendwo da oben. Ein Sniper. Wo? Oh, ich sehe nicht. Oh, einer ist noch auf der Straße. Hä? Nee, auf der Straße ist erledigt. Die können nur noch im Norden sein. Ich habe einen Sniper. Weg. Da kommen Rebellen runter. Da kommt noch ein Auto, da kommt noch ein Auto über die Straße. Ich wiederhole, da kommt noch ein Auto über die Straße. Ja, ich überlege gerade, wo man sich hier... Das ist hingestellt. Ich mache mal eine Backup-Position. Aus dem Auto habe ich, die habe ich erledigt. Das war's. Das sollte die Rebellion anheizen. Yeah, wir haben es geschafft, Freunde. Und jetzt haben wir Mörser-Unterstützung. Das ist ja cool. Ich höre. Einer meiner Leutnants konnte Ihnen entkommen. Er ist in ein Dorf namens Kulta geflohen. Ja, in dem Haus selbst. Warte mal kurz, Einführung Rebellenunterstützung, wie funktioniert das denn? Jede Unterstützungsfertigkeit mögt, warte mal, halten Sie Tab zum Öffnen des Befehlsrades und wählen Sie eine Unterstützungsfertigkeit mit Punkt. Drücken Sie linke Maustaste, um sie einzusetzen. Okay. Jede Unterstützungsfertigkeit ermöglicht den Rebellen, Ihnen auf unterschiedliche Weise zu helfen. Okay, wir haben also quasi jetzt Mörserunterstützung, wenn wir die brauchen. So, ist ja nicht alles einsammeln können, aber ich brauche schon Munition. Viva la Revolution! Gern geschehen. Und was hast du über Giulio Polito? Noch nichts. Auf was sollen wir denn feuern, Nadine, bitte? Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr wissen. In der Zwischenzeit stehen meine Brüder in Itagua bereit. Ah, ich habe das gerade mal ausprobiert hier. Du kannst ja jede Menge. Okay, hier muss übrigens noch. Ah! Da gibt es einen neuen Einsatz, den aktiviere ich uns mal.
Vielleicht sollten wir es mit den einen fertig machen. Haben wir doch gerade. Haben wir doch. Aber hier gibt es noch... Hier ist noch ein... irgendwo ist hier noch so ein Papier auf der Karte, das sehe ich. Muss man mal gucken, ob wir es finden. Das muss hier irgendwo sein. Vielleicht da unten in einem der Häuser. Unten? Ja, hinten, guck mal, wenn du M drückst, siehst du das nicht? Das ist dieses Papier. Da ist so ein Papier angezeigt. Ist ja. Ah, das ist da drüben in dem Haus. Ich hab's. Das Papier, also das Haus habe ich. Hier rechts irgendwo in dem Haus. Tja, da. Oben, erste Etage. Woher weißt du, dass es in der ersten Etage ist? Ah, hier. Du siehst das Symbol grau leuchten. Daher. Okay, das geht so eine. Das erzählt uns nur irgendwas. Dann nehmen wir uns mal ein Auto und fahren weiter. Genug Autos haben wir uns ja geliefert, die Bösen. Oh, der Kombi sieht noch gut aus, ne? Sorry, Kumpel, aber ich brauch dein Auto. Los. Schön den Typ raus. Er steht denn auf dem Auto? Ja, gleich steht er nicht mehr drauf. Ja, genau, Nadine, ab in den Kofferraum. Jetzt da unten. Ja, jetzt steht ich auch auf der Seite so einen Ruf zu den Waffen jetzt stehen? Was haben wir? Was bei mir? Ja, das ist. Ja, gerade ja, Ruf zu den Waffen. Ja, das ist das Video, was. Das ist dieses Dokument, genau. Dieses Dokument, was wir aufgenommen haben. Erinnert mich ein bisschen an Need for Speed hier gerade. Ja, nur dass das kein Rennwagen ist. Oder die GTA halt. Also das muss ich den Kommentaren auf Facebook recht geben. Die Autosteuerung ist sehr, sagen wir mal, gewagt. Autosteuerung geht eigentlich. Ich will scheiße fahren. Wir passieren gleich einen lila Punkt. Gedutscht. Ja, sorry. Fahr da bloß schnell dran vorbei. Wir sind ganz böse, die lila Punkte. Oder fahr am besten noch drüber. Das Auto ist nett, ne, mit dem MG? Ja, die sind aber auch genauso böse zu uns. Oh. Alter, das geht hier ganz schön zur Sache. Die wissen aber nicht, dass... Ich hätte gerade fast die Kontrolle über das Auto verloren. Das Auto demoliert. Shay abgekürzt. Fast, ne? Was ist denn das Grüne da unten? Das sind Rebellenautos. Also das sind Freunde von uns. Durch Nebenmissionen schalten wir mehr Rebellen frei und mehr Hilfe durch Rebellen und so Geschichten. Uns kommt ein rotes Auto entgegen, ne? Wo kommt uns ein rotes Auto entgegen? Das ist hinter uns schon weit. Ansonsten sofort Feuer eröffnen, aber wenn der Typ da rauskommt, nicht erschießen, den kann man verhören. Das war das rote Auto. Das sind Rebellen. Ich kann aus dem Kofferraum nicht schießen, Alter, gleich fällt unten die Stoßstange ab. Ja, oh also, Mann, ey. Ich würde mich kaputt lachen, so wenn irgendwann der Kofferraum aufgeht und du so rauskugelst, so, oh shit, das war wohl zu viel im Kofferraum. Ah, toll. Ich könnte ja mal rückwärts gegen eine Wand fahren und gucken, ob du Schaden kriegst. Steuerung drücken. Kann man hier draußen war. Der Außenspiegel ist halt 9. 9,5. Boah, Mann, ist der Weg weit, hey. Wer sich auf seiner alten Website anmeldet, zur neuen umgeleitet, der in Archiv all eure Lieblingsvideos. Das habe ich auch mal. Das scheiß Radio ist wieder an. Das Motorfahren bei. Ist doch schon wieder aus. Mir ist gar nicht aufgefallen. Ja, was macht Spaß. Kannst du schön um Ecken driften so. Jetzt da. Nachdem wir fast da sind, macht er endlich das scheiß Radio aus. Jetzt links abbiegen. Oh, Alter. Ja, genau. Ich finde, ich bin gut gefahren. Alter, jetzt sind wir voll in den Slums hier. Stopp. Achtung, da sind Feinde. Wo ist der Typ denn auf einmal hier auf? Oh, noch einer.
Ja, mal weggehen, Nils. Du bist gleich tot. Nils! Ja, was? Ich hab noch einen geknallt, abgeknallt erst. Okay, das war jetzt hier mit Scouting und so, das war nix. Aber ich hab das zu spät gerafft. Also wir holen dich erstmal hoch. Hey, dort kommt ein Auto von denen. Alter, also ich weiß gar nicht schon, wo ich hier angehittet werde die ganze Zeit. Immer noch. Ach. Bam, Ziel erledigt. Es werden auf jeden Fall weniger. Stell mich mal hier hinten in die Ecke. Boah. Da oben ist eine Drehstellung. Noch hier hinten, ne? Das ist noch eine. Unser wichtiges Ziel sitzt in einem Fahrzeug. In G-Stellung ausgeschaltet. Alle markiert. Hier in dem Haus ist noch einer. Das wollte ich schon immer. Also wir hätten da vielleicht vorher scouten sollen, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Hab ich doch, ich hab aufgeklärt. Achtung, Granate. Alter, man ist so schnell tot, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber die Gegner auch. Tango ist tot. Ich komme mal wieder. Ich hab deine Granate wieder. Und irgendwie leben die trotzdem noch. Ja, rechts ist der Sniper frei, aber da aus dem Haus kommt gerade einer die Treppe runter, genau. Ich hab Rückendeckung. Ja. Ich hab das Haus im Blick. Schieb euch erstmal über die ganze Map. Danke. Geh zur nächsten Position. Ja, wir müssen ins Haus rein. Auf dem Hügel. Haben wir Scharfschützenrückendeckung? Soll ich nochmal eine Drohne losschicken? Nee, nee, Matze soll uns mal Rückendeckung geben. Warte. Info ist was. Gegner ist in der Kirche. Innen drin kann ich eh nicht. Erledigt. Von drin wahrscheinlich. Gut. Alter, jetzt versperrt mir hier echt. Was? Wir haben ihn. Scharfschütze aus dem Dach. Alles okay? Was wollen Sie von mir? Juri und Polito, die Sie gefoltert haben. Wir sind hier, um Sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle Sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So. Auf dem Dach ist noch einer. Schalt ihr ihn aus? Es war Stil. Es war irgendwo im Land. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Dabei? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Wieder ausgeschaltet. Mission abgeschlossen. Mal gucken, was wir jetzt kriegen für eine. Ich habe ein neues Auto gefunden für uns. Ich glaube, das waren alle. Praktisch. Fährst du? Das ist ja geil, wenn du runterspringst. Wer fährt da jetzt mit dem Auto weg? Achso, das ist der Rebell, den wir befreit haben. Das ist der Rebell, den wir befreit haben. Ich dachte gerade, ist der bekloppt oder was? Wer fährt denn da weg? Das Auto wollte ich haben. Arschgeige. Ja, dumm gelaufen. Also in der Nähe wäre jetzt noch, das könnten wir auf Physik erreichen, ein Fertigkeitenpunkt. Ich markiere uns den mal mit A. Seht ihr die Markierung auf der Map? Muss ich wohl wieder in den Koffer hauen. Ist irgendwo Munition? Ja, gibt's hier rechts in dem Haus. Hier. Ja, da machst du auch gerade. Ja, hier irgendwo. Ist doch auf der Karte. Da. Wo ist eigentlich unser... Ach, das ist... Oh ne, wir müssen jetzt wieder mit der Schrottgurke weiterfahren, oder was? Wer ist denn damit so scheiße gefahren, dass das Auto jetzt so kaputt ist? Könnt ihr mal weggehen, ich brauche Munition. Person, Monster kriegen können. So, sehr schön.
Ja, 600 Meter laufen. Ich weiß, ich ein Auto. Warte. Da ruft ein Auto an, oder was? Ah, da drüben, der sieht noch gut aus. Du hast gerade die Rebellen auf dem Auto geworfen, das ist dir bewusst, gell? Oh, das ist aber ein gutes Auto. Ich gehe an die MG. Wo muss ich denn hin? Das geht tatsächlich. Ja, aber das ist nur ein Dreisitzer. Warte, ich fahr vor. Ich schnapp mir auch kurz ein Auto. Raus aus dem Auto, sofort. Ihr passt auf mich auf, ne? Ja, wenn du mir sagst, wo ich hin. Ja, mir hinterher. Ich fahr. Fahrt mal kurz vor, weil da vorne links am nächsten Haus, da kommen ein paar Gegner. Schaltet die mal schnell aus. Einer ist oben auf dem Balkon. Auch schön langsam. Hier, da sind noch ein paar übrig. Ich gehe zu Santa Blanca. Beweise mich. Nein, nicht alle, aber passt. Fahr weiter. Oh nein! Du hast gar keinen einzigen erwischt und ich bin jetzt alle. Oh, ich bin tot. Hilfe, ich brauche Rettung. Hilfe! Warum schreist du auf, Mann? Weil ich ihn da oben nicht erwischt. Da klaut mir einer jetzt direkt das Auto und haut damit ab, oder was? Das kann doch nicht wahr sein! Hilfe, rettet mich doch! Rebellen sind auch da und helfen. Ich nicht retze. Ach, ich bin tot und tot. Ich bin erwischt. Danke. So, ist das Haus leergeräumt? Ist da noch irgendwas mitzunehmen, wenn wir schon so gekämpft haben? Ich guck mal kurz. Nichts zu sehen. Da steht die Kackmucke wieder an hier. Oben auch alles sauber. Okay. Eine Drogenhölle weniger, dafür hat es sich gelohnt. Hey, jetzt können wir zwei so Karren nehmen. Das ist ja toll. Zwei Rebellenautos. Ich brauche das Auto. Weg da. Die kamen genau richtig mit ihrem Autos. Das rottet das Auto schon beim Wenden. Ich bin dir gefahren, falls ihr das gesehen habt. Kannst du tun, ob das so intelligent ist, ist wieder eine andere Frage. Boah. Das war ein guter Slide, Mann. Ja, fair. Ja, ihr habt ihn scheinbar nicht so gut hinbekommen. Ja, warte, ich nicht durch die Büsche. Okay, wir kriegen hier massiven Feindkontakt an der nächsten Kreuzung. Alter. Leute, nicht weiter als ich fahren. Nicht weiter als ich fahren. Da vorne ist ordentlicher Feindkontakt. Doch. Du bist im MG richtig. Ja, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Guck, du müsstest dich eigentlich nur dran setzen und mal kurz ballern. Danke. Das Problem ist aber, dass ich glaube, dass die dass dann direkt, wenn wir rechts abfahren, der nächste Feindkontakt ist. Es gibt viele Kreise. Alter, das schöne Auto. So, ich laufe von hier. Ich muss da erst ins Auto. Kann ich mitfahren? Ich schicke mal kurz meine Drohne. Setze Drohne ein. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich gehe ein Stück. Also zwei Feinde habe ich schon. Weil da rum drei. Auch noch eine Drohne. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Ich gucke in das Gebäude. Da kommst du nicht hin, von der Reichweite her. Also zumindest nicht gescheit. Vier und unten auf sind noch mal zwei. Auch noch zwei. Ja, also wir haben insgesamt sechs Feinde. Erledigt. Allmächtiger. Wir hatten uns da schon wieder verraten. Einer ist noch an dieser Hütte. Erledigt. Er ist tot. Oh, hier gibt es ganz viel zu aktivieren. Müssen wir gleich mal gucken. Hier sind drei grüne Punkte in dem Haus. Müssen wir mal rein. Also echt, ich hatte gerade geholfen. Ich bin da.
Blinde Punkte? Wir setzen eine Markierung. Einmal Nahrung an Munition gibt's hier auch. Ich glaube, das waren alle. Habt ihr jetzt die anderen Munition ausgeschaltet, oder was? Ja, irgendwie nicht, ja. Nö, Munition gibt's genug. Ja, ich hab die anderen beiden schon ausgestellt und ist neu. Ja, aber wir waren ja eigentlich hier wegen dem Bündnis. Hier verdrängelt. Den wird bestimmt ein Sicario vermissen. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? So, jetzt habe ich wieder einen Punkt zum Vergeben, zum Skillen. Was machen wir denn da mal? Fallschirm. Haben wir? Gibt es. Was, ein Flugzeug springen und sicher landen? Kein Schmerz. Tatsächlich auf die Werbekamera. Ihr müsst mal zu mir kommen und hier unten gibt es dann noch den Fertigkeitspunkt, weswegen wir eigentlich hier waren. Ja, danach da ganz hinten. Ich habe jetzt mal Wärmebild angeschaltet. Zum besseren Sound. Ja, wenn du das skillst, hat man zwei Punkte und irgendwie. Und wenn ihr den Fertigkeitspunkt habt, macht mal schnell Reise zu mir. Wissen Sie, was geht? Wärmebild. Und dann irgendwie. Da ist so ein Haus mit so einem Fähnchen oder sowas drauf. Da machst du Rechtsklick drauf. Rechte Maustaste geklickt halten. Wo bist du denn? Guck mal auf die Karte, nicht weit weg von euch. Ah. Weil ein paar Meter weiter ist noch ein Fertigkeitspunkt. Oh, ich fahr jetzt mal Moped. Ich nehme das Motorrad. Wer bist du dafür? Ich scoute schon mal. Afghanistan, 2005. Gebrochenes Schlüsselbein. Das absolut schmerzhafteste. Wie wär's, wenn du dich einfach mal nicht bewegst? 2009. Wer ich? Und hat ein Jahr gedauert. Weißt du, wie das gehen soll? Du, guck mal, da ist so ein kleines Häuschen mit einer Fahne. Auf der Map. Und da klickst du, hältst du die rechte Maus drauf, machst die rechte Maustaste gedrückt halten. Boston Elementary Academy, 1991. Cindy Margolin hat meine Finger in der Tür eingeklemmt. Echt? Ich dachte, ich sterbe. Machst du das gedrückt halten? Ja, und dann portest dich da automatisch hin. Da müssen irgendwo Feinde sein, aber ich sehe sie noch nicht. Ich sehe sie, ich krieg so ziemlich hin auf der Karte. Hast du jetzt noch hierher? Oder nicht? Ah, jetzt geht das. Ja, du darfst das nicht anvisiert haben. Ich hätte das anvisiert. Dann ging das nicht. Anscheinend. So, wir haben ein Dingo in der Hütte. Das mache ich mal schnell. Ich bereite euch das schon mal vor. Da ist einer. Einer hat gerade die Rebellen umgefahren. Ganz toll. Vogel. Andere ist ein ganzes Stückchen die Straße. Leben noch. Achso, runter da. Sicher. Okay, nichts passiert. So, hier müsste nämlich wieder ein Fertigkeitspunkt sein, oder? Richtig. Ja. Bei der ganzen Kohle hätte ich gedacht, das Kartell macht schönere Arbeit. Und eine coole Waffe. Matze, Anna, wir haben euch hier was vorbereitet. Extra für euch. Sagt ihr das doch nicht. Jetzt sind das wirklich die Pampa. Auf zwei Rädern. So. Ja, wenn zum Fertigkeitspunkt in der 5 querfeld eingeheizt. Oh Gott, sag dir mit der Mülltonne los. Was machst du denn da? Sie hat mich halt tot gefahren. Dein ja, ich bin ewig gestorben. Oh Gott. Mitfahren. Aber er ist rausgeschleudert worden, deswegen ist er tot wahrscheinlich. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Oh, scheiße. So, was ist hier drin? Punkte nehmen, okay. So, als nächstes fahren wir mit dem Auto mal zu einem Einsatzunterstützungsdings hin. So, ich steig nicht in den Kofferraum. So,
So. Ich fahr auch mal. Ich hab die Mission schon gemacht, aber ich kann die mit euch nochmal machen, damit ihr es auch habt. Was du willst fahren? Hier, ich hab noch Platz bei mir. Das ist meine. Schatten. Steigt ein, schnell. Ja, fahr doch einfach. Andere Richtung, wir müssen hier lang. Go, go, go. Noch Feinde. Boah. Einmal drehen und hier lang. Der Bell wird dann nach dem Rücken. Wir müssen zum Flugplatz, wir müssen ein Flugzeug klauen. Also die Map ist schon schön designt, finde ich. Ja. Genau so sieht es in Bolivien halt echt aus, ne? Oh, Frontalcrash. Die Leute sagen das, was sie von einer Frau erwarten, nett und süß zu sein. O sea, es gibt sogar Frauen da draußen. Erfolgreiche Frauen, die das Wort herrisch verbieten lassen wollen. Mir ist sicher, Alter, dass die Schwolle vor mir vorbei ist. Da hat wieder jemand wunderbar die Kurve gekriegt. Nicht. Du hast mich nicht mit dem Auto, du Idiot. Aber auch was darüber hab ich geholt. Jetzt mach mal sich an, ey, dass ich da ganz schön hinfährst. Alter Schwede, das ist so einfach hier den Berg hoch. Oh, Licht an, du Idiot. Den Weg folgen. Ja, mach's Licht an, dann siehst du was. Ich hab Licht an. Bei mir nicht. Drück mal G, Nils. Ich hab Licht an. Liebe Entwickler, das Licht ist nicht beim Mitfahrer manchmal an. Das sollte gefixt werden. Das ist die wichtigste Eigenschaft. Alter, wir haben Licht hier an. Sache das scheiß Radio so mal an. Stopp. Ja. Da war was für uns. Hier kann man was einsammeln. Achtung, in der Stadt. Lustig wäre jetzt natürlich noch, wenn man die Musik auswählen könnte. Bei ja. GTA ging das ja, ne? Bei San Andreas. Ich weiß nicht, ich hab gar nicht gespielt. In dem Haus hier könnt ihr übrigens einmal kurz Punkte sammeln. Wieder einfach die Autos, so wie sie standen, auf der Straße abgestellt. Kann ich noch was aus der Nacht? Nee. Ich fahr doch schon weiter. Nils, warte auf mich! Ich fahr doch schon. Ach, du willst mit mir fahren? Ich erwisch die! Das ist auch kein Licht am Macht. Ja, jetzt gerade nicht, aber ich will auch nicht von einer gesehen. Wenn es solche Unterschiede in Wohlstand werden. Macht und Stärke gibt, solange Menschen frei sind. Sorry, ich wollte eigentlich nur die anderen holen. Matze, mach doch mal bitte das Licht an. Du wolltest mich nur umfahren, das ist okay. Jetzt ist es an. Aber bei dir ist das Licht nicht an, Nils. Doch, bei ihm ist es auch an. Also, ach ja, jetzt sieht man. Oh, geil. Ich hab voll irgendwie seine. Also das Spiel hole ich mir, das macht dem Koop richtig Spaß. Park Katari ist so ein Mensch. Sein Mensch. So richtig. Amaru ist so ein Mensch. Denn es ist ein Kind, wenn sie euch die Freiheit nehmen und euch alle gleich zu ihren Sklaven machen. Nee, jetzt muss das Flugzeug gleich fliegen, ich kann das nicht. Ja, ich hab das schon geübt. Aber irgendwie... Du bist falsch gefahren! Du bist falsch! Nein, wir sind nur auf der falschen Seite, also wir haben, weil hier kein Weg war. Hier geht ein Weg rein. Oh, ich bin vorbeigefahren. Geht denn hier ein Weg rein? Hier! Da ist doch noch ein Weg. Aber nie ist das so blöd. Achtung, links von uns, Feinde ohne Ende. Von hier geht's zu Fuß weiter, weil wir haben ja Feinde. Ohne Ende. Aber wer ist denn noch frei, auf Fuß zu gehen? Leute, wie er... Ich mach mal Licht aus, ne? Scouten, Licht ausmachen und scouten, hier gibt's Gegner. Aber das ist ein Fail, na toll, ihr habt euch schon verraten. Ist irgendjemand von euch das Licht an? Verdammt doch mal! Licht aus, Radio an. Granate kommt. Oh nein. Ich hab ihn. Nee, er ist noch zweiter. Naja, ich schick meine Drohne. Da sind noch einige. Kommt um die Ecke. Oben auf der Treppe ist einer. Bin down. Hab einen. Auf dem einen Dach ist einer. In der Ruine, in der Mitte ist einer.
glaube, das war's. Ah, der Asteroiden kommt jetzt auch zu verschwerten. Zwei links erwischt. Links tot. Nächster. Oh, lade nach. Noch einen erwischt, ich glaube, es müssten alle sein jetzt. Ja, scheint so. Hier müsste irgendwo für euch so eine gelbe Akte sein, die habe ich aber schon. Müsst ihr mal gucken, ich glaube, die ist oben. Oh, oben ist auf jeden Fall irgendwas. Tür eintreten, das ist geil. Oh, sag nochmal Nachschub. Das habe ich aber auch schon gemacht, ja. Hier müsste eigentlich auch irgendwo eine gelbe Akte für euch sein. Du weißt, dass das hier vielleicht das Flugplatz ist, ne? Ja, das ist in der Nähe vom Flugplatz. Es kann sein, dass du das auch schon hast, Anna. Okay. Fertigkeitspunkt erhalten. Sehr schön. Dann kann es weitergehen. Bei mir sammeln, Freunde. Sammeln. Lichtfelder unter uns? Nein, gerade kein Lichtfeld. Und jetzt mit dem Auto oder was? Nee, nee, querfällt ein. Der Flugplatz ist gleich um die Ecke. Davor aber auch scouten, weil da sind 6-7 Gegner. Ich weiß auch leider nicht, wo ich mein Vorrad geparkt habe. Das ist irgendwie im Gebüsch verschwunden. Dann dürft ihr mit eurer persönlichen Nils Airways fliegen. Freut ihr euch schon, wenn ich euch dann durch die Gegend fliege? Glaubt ihr, unsere Rucksäcke sind eigentlich auch von Scout? Also ich hätte lieber ein Eastpack, der hat lebenslang Garantie. Boah, ja, vor allem mein Eastpack ist immer noch heil, ne? Und ich feiere den immer noch. So ab hier, ich, Achtung. Hau mal eine Drohne raus. Ich auch. Kommt. Drohne fliegt. Ich flieg links rum. Rechts. Ich sehe noch einen Tango. Tango Nummer 3. Das macht 5. 5 haben wir. Mehr sind's auch nicht. Es sind 5 Stück. Ich könnte ihn erwischen. Ja, hier steht einer ganz links, den kann man da wegsnipern. Hier könnte ich erwischen. Lasst mich, wartet, ich gebe euch gleich den Angriffsbefehl. Ich gehe kurz rüber auf die andere Seite, sodass wir von zwei Seiten kommen. Ja, aber wartet, ich gehe eben den, links den Berg nochmal weiter hoch. Also ich könnte gerade die 4. Dann ist es dann noch einer, der nicht nummeriert ist. Du hast die 4? Mhm. Also ich habe 1 und 2. Ich habe 1 und 2. Angriff in 3, 2, 1, Feuer. Abschluss. 1 und 2 erledigt. 3 erledigt. Ja, Leute, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie das funktioniert, wenn man sich ein bisschen abspricht? Genauso soll das funktionieren. Das war doch optimal, oder? Die haben nicht einen Schuss abgefeuert. Vielleicht solltest du mein WVW laufen. Die haben nicht einen Schuss gemacht. Nix. Die haben noch nicht mal was gesagt. Ja, die kippen in Reihe um. Für mich ist es schon ungewohnt, dass es immer nur in mit E ist. Ich bin immer gewohnt, alles mit F zu machen. Ja, ich auch. Ihr dürft also einsteigen. Oh. Sekunde. Ich hab, Moment, ich rüste das mal falsch rum aus, bevor der in Scheiß baut. Falsche Seite, Moment. So, falsch rum gelernt. Herzlich willkommen bei Nils Airways. Und willkommen auf den Flug ins, zum Rebellenflughafen. Hab die schneiden sie sich beim Abflug an. Die Kotze hinter ihnen in der Sitztasche. Wir wünschen ihnen einen angenehmen Flug. Sandwiches heute nur für 10 Dollar das Stück. Los geht's. Das ist bekloppt, Mann. Ich hab Angst. Deswegen hab ich mir einen Handschuh geholt. Alter, wie flüchtig. Oh, hier ist klar, wir müssen irgendwann wieder landen, ja? Ja, das hat vorhin 3 Anflüge gedauert, aber ich hab's geschafft. Pass auf, über uns. Oh, da ist auch noch ein Flugzeug, das war aber knapp. Was ist, ja, wenn ich jetzt so schlecht, drücke? Echt? So schlecht fliege ich welche nicht. Welche Taste ist denn der falsch hier? Ja, warte mal, du bist dann... ich hab da echt Kilometer von unserem Ziel. Ja, aber du bist dann 4 Kilometer von unserem Ziel entfernt oder so. Aber noch nicht jetzt über unserem Ziel. Oder also,
Ja, aber ich meine, wo willst du denn auch parken jetzt irgendwie? Ja, da fliege ich ja gerade hin. Ja, aber in der... Kann ich schon parken? Boah, Alter, mach das Kackradio yes. aus, ey. Ist echt die Kräfte, Mann. Dann hat ein Flugzeug ein Radio vorne, ey. Ist egal, es hat auf jeden Fall ein Radio. Ich hab's ausgemacht eigentlich. Echt? Ja, ist auch aus. Santa Blanca verschwindet. Und wer kommt dann? Scheiße, ich meine... Also, 1000 Kilometer. ...um die Kokainindustrie in diesem Land anzukurbeln. Du hast ja gesehen, wie viel sie in dieser Provinz in die Pyrolusie-Produktion investiert haben. All diese Gebäude, diese Ausstattung und die logistische Vorlage wird unbenutzt dastehen. Lange gerade Straße mit vielen Autos drauf. Wegen dir fühle ich mich jetzt nutzlos und depressiv. Kann mal eben einer schnell gucken, wo die Taste für den Fallschirm ist? Ich hab keine Ahnung. Also ich steig jetzt nicht mehr aus. Es ist zu tief für den Fallschirm. Gott, oh mein Gott. Ich hab Angst. Vielen Dank, dass Sie mit Nils Airways geflogen sind. Warte mal, wir müssen ja noch zu dem Punkt, dass es zählt. Ah, da ja. So, da sind wir. Da ist noch ein Fertigkeitspunkt. Ja, für euch, ich hab den schon. Ich krieg jetzt, aber hier ist noch ein Papier, was ich noch nicht hab, so eine Akte. Mal gucken. Da draußen. Wie fandet ihr den Flug? War er angenehm? Also ich muss sagen, das war nicht so wünschen übrig. Na toll. Oh, ein Bildhinweis, eine Taktikkarte. Was bringt die uns jetzt? Nichts. Boah, wir sind ja am Arsch der Welt. Gibt's hier auch ein Heli oder so? Ja, steht doch direkt hier an der Tür. Ein Unidad-Hauptmann. Geh doch mal da weg. So. Geht doch mal weg. Wobei, es geht eigentlich auch dahin zu fahren, wenn wir hier ein Auto haben. Ich hab ja schon gehört, dass ihr nicht... Nein, nimm mal den Hubschrauber. Oh, wir machen jetzt A-Team, Freunde. Hier ist so ein A-Team-Auto. Wenn es ein Schwarz wäre und... Aber da steht ein Heli. Ja, soll ich jetzt ernsthaft in den Heli fliegen? Ich habe ein bisschen Angst vorm Fliegen. Das habe ich eben auch nur gemacht, weil... Ne, musste. Mal, warte mal. Ich habe hier was vergessen. Warum ist hier noch ein Fertigkeitspunkt? Der war eben noch nicht da. Den habe ich geholt gerade. Hat doch gesagt. Ja, aber den habe ich nicht auf der Karte gesehen. Ich dachte, den hätte ich schon gehabt. Warte, ich bin sofort da. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? Sehr schön. Hab ihn. Warte, ich hab keine Ahnung, wie ich wollte das sagen. Ja, mach doch nicht! Ja, ja, ihr fliegt. Ich, wenn du weißt, wie man nee, das flieg mal nur hoch. Dann lande ich mit dem Fallschirm. Nils, warte mal, ich fahr eben gleich mit dir. Ich will nur wissen, höher. Wie man den benutzt. So, dann kann ich ein bisschen skillen, weil ich habe nämlich 4 Skillpunkte übrig. Noch höher, bitte. Fallschirmsprung, Ja, ich guck gerade mal, was passiert. Also, ich drücke jetzt E. Und neigt sich zu dem Typen neben ihm. Geil. Willst du ein Marine-Witz? Ach, Leertaste. Der antwortet, woher du erzählst, solltest du wissen. Ich bin 1,80 groß, wiege 90 Kilo aufpassen, und bin Gesellschaft. Oh Gott, man muss ihn ja noch lenken mit WASD und so weiter, dass man auch so durchschwingt. Boah. Ich bin eingelandet. Wiegt 115 Kilo und ist auch Marine. Oh, was ist denn da? Willst du den Witz noch erzählen? Ja, wollt ihr mit dem Heli fliegen oder fliegt ihr, fahrt ihr mit mir? Ich fahr mit dir. Ich will ihn nicht dreimal erklären. So, komm. Wer möchte jetzt hier mit? Also, wir fahren mit dem Auto. Ihr seht ja auf der Karte, ne? Wo wir hin müssen. Bei zweier Teams. Richtung den gelben Pfeil, ja? Ja, richtig. Der Baum hat gestört. Matze, einmal bitte aus dem Fenster lehnen, da kommen gleich ein paar Feinde links. Ja, vorne, siehst du sie? Mach sie alle. Sehr schön, erledigt. Weiter geht's. Das in der Mitte ist ein freundlicher. Ja, da waren vier freundliche und zwei Feinde. Und ich habe zwei Feinde und einen freundlichen ausgeschaltet. Scheiße, den freundlichen war nicht der Plan. Ich hab Angst. Der macht komische Geräusche, ne? Du kannst übrigens wieder reingehen. Bei dem Fahrtwind habe ich Angst, dass du uns rausfliegst. Das fliegt auch nicht so richtig mehr. Ich glaube, wir brennen auch schon, oder? Es ist nur Rauch.
Ja, keine Panik auf der Titanic, Frau. Ihr habt ja beide den Fallschirm, oder? Ja. Nein. Nee, anderen nicht. Ich, würde sagen, ich lande dann mal hier irgendwo am Teich. Seid ihr schon da, wo wir hin müssen? Ja. Wir auch gleich. Aber ich bin auch gefühlte 300 gefahren auf der Straße. 300? Ich könnte jetzt mal aussteigen. Es könnte sonst sein, dass es gleich endlich. Oh, bist du dir sicher, dass du das willst? Mach das Licht aus. Oh, Alter, da sind richtig viele Punkte drin, ne? Das Licht ist doch aus. Alter, ich. Was bist du? Ah, das ist auch die Basis, aber Billo. Ey, da müssen wir auch vom Feinsten ausspähen, das wird nicht einfach. Einführung Unidad-Soldaten sind eine gefährliche Feindfraktion, die sie angreift, sobald sie sie sieht. Töten sie Unidad-Soldaten, steigt die Unidad-Patrouillenstufe, wenn diese nicht unentdeckt bleibt. Je höher die Patrouillenstufe, desto mehr Unidad-Soldaten sind ihnen auf den Fersen. Das heißt, wir müssen, wenn wir sie killen, sie versteckt killen. Na bitte. Okay, ich schätze mir das Drohne rein. Weil wir sollen nämlich den, den Unidad-Hauptmann nämlich verhören. Schickt eure Drohnen los, wir müssen alle entdecken. Okay, wir haben hier Scharfschützen an den Türmen oben links und rechts. Ja, da ist noch jemand. Ja, ja, wir lassen uns jetzt hier schön Zeit mit dem Scouten. Okay, wir kommen nicht bis ganz hinten rein von der Reichweite mit unseren Drohnen. Ist einer schon, was der Simultanschuss ist? Ja, Simultanschuss ist, wenn du die markierst und dann gleichzeitig schießt quasi auf die. Ich würde sagen, als allererstes, bevor wir was anderes machen, Matze, du hast auch ein Scharfschützengewehr, oder? Ja. Jetzt ist auch. Die Scharfschützen oben auf dem Tor. Noch die zwei? Ich hab keinen. Okay, ein Scharfschütze erledigt, den linken bitte noch rausnehmen. Wir sind unterwegs. Oh, jetzt mit dem Scharfschützen wieder. Ihr müsst ihn. Ah, oh, shit. Ich hoffe, der hat Alarm angefordert. Scheiße. Der ist nicht gestorben. Ja, er ist. Jetzt ist er tot. Bleibt in Deckung. Wir müssen abwarten, bis der Alarm vorbei ist. Ich bin weg, dass ich gerade geschossen habe. Ich gehe ein bisschen. Da unten ist so ein Gewässer. Ja, ich laufe mal links dran vorbei. Ich versuche mal links dran vorbei zu laufen und mal meine Drohnen nochmal von hinten reinzuschicken, um zu sehen, was hinten noch für Jungs sind. Okay, da drüben auf der anderen Straßenseite sind direkt ein paar Jungs. Die haben mich eben schon fast gesehen. Ich schicke mal die Drohnen, ich habe sie nicht gesehen. Da ist einer, kommt angerannt. Okay, wir haben noch einen Scharfschützen auf dem hinteren linken Turm. Okay. Mal zu, komm mal. Da ist einer, macht ihn alle. Oh. Ja. So schnell konnte ich die reagieren. Ihr habt die Patrouille alarmiert. Das sind die Patrouillen alarmiert. Geh zurück. Da kommt einer angefahren. Retzt sie, wir müssen sie retzen und dann sofort in Deckung gehen. Zieht euch zurück, bis die Patrouille weg ist. Einfach nur retzen. Scheiße, ich hab nicht lang Zeit, der kommt. So, und dann ab in die Büsche hier und versteckt euch. Legt euch hin oder sonst was. Wir gucken erstmal, was das für eine Patrouille ist. Ich lieg mitten im Gebüsch und der Typ latscht neben mir her. Nicht bewegen, die Patrouille ist ausgestiegen. Ich sehe drei. Ah, die rennen mir hinterher. Einer rennt mir hinterher. Tango getötet. Zwei ausgeschaltet. Noch einen ausgeschaltet. Hinter dir ist noch einer. Einer ist noch da. Läuft aber weg. Komm her, den kommen wir nicht dran. Das ist.
erledigt. Erledigt. Die Patrouille ist erledigt, da kommt aber noch eine Patrouille. Glaube ich nicht, ne? Von meiner Position sehe ich hier. Ja, da kommt noch eine. Ich hab sie im Visier, wenn die aussteigen. Gegner getroffen. Immer zwei hier im Blick, von dem wir gefangen. Da kommt noch eine Patrouille, verdammter Mist. Patrouille erledigt. Aber da kommt noch eine. Aber da kommen auch ein paar Rebellen. Ja, die sind auf unserer Seite. Ja, ich hoffe, dass die gleich die Patrouille hinten dran ausschalten. Noch eine Patrouille, oder? Wenn einer von euch Scharfschützen zu meiner Position kommt, Backup schützen. Warte noch stellt, ganz kurz, ich will können wissen, wir jetzt zwei Leute ausschießen. Naja. Mit dieser Patrouille, die da hinten noch kommt. Die müssen wir noch ausschalten. Ich habe auf jeden Fall eine coole Sniper-Position gefunden. Wo fahren die hin? Habt ihr den im Blick, das Auto auf der Straße, was kommt? Der Zweier gerade aus. Der ist an mir vorbeigeschossen. Da steigt noch was aus. Ja, und zwar direkt vor meiner Nase. Ja, die haben mich entdeckt. Bin er tot? Ich bin Patrouille erledigt. Ich bin aber fast tot. So, es kommt auch keine weitere Patrouille mehr. Zumindest sehe ich keine auf der Map. Absolut. Sehr gut, jetzt können wir weiter in Ruhe scouten. Da ja, kommt einer rüber. Ganz weit rechts. Die ganz zwei. Ja, ich komme. So ausschalten? Ja. Warte, dann mache ich dir den Backup. Die Rebellen scheinen wohl einen Sturmangriff starten zu wollen. Da bin ich eigentlich nicht so begeistert von. Ich würde gerne erst noch einige ausschalten. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Schieß, jetzt habe ich ihn wieder. Sehr gut. Hättest du mich getroffen, hätte ich direkt nach meiner Drohne. Rechts von uns sind auch noch ein paar, glaube ich. Oh, stimmt. Da ist nämlich auch noch ein lila Punkt. Ich guck mal, was da steht. Ich scoute mal hier. Ich bin ja schon fast da. Hier ist aber nix. Weißt du genau mein? Position. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Okay, da habe ich noch einen entdeckt unter dem einen Verdeck, aber ansonsten. Da ist der fünfte. Glaube ich, dass wir so gut wie. Ist noch einer. Haben. Hinten ist auf jeden Fall ein Stromgenerator, da sollten wir als erstes rangehen. Quasi durch die Hintertür und den Strom ausschalten. Ja, jetzt freuen wir noch einen. Oh, Mist. Also noch nicht, wer wurde entdeckt? Ja, auf jeden Fall. Ich. Könnte aber schießen. Ach, fuck. Okay, hier rechts im Wald ist doch noch so ein Fuzzi. Ich guck mal, ob ich den krieg. Soll ich schießen? Warte. Ja, warte, ich bin dran. Da kommt einer von links dazugelaufen. Der ist direkt bei dir, Nils. Ich nehme den links, du den rechts. Du den bei mir, Matze. Ich hab den anderen im Blick. Alles klar, kriegst dann auf da jetzt. Ich hab den markiert, siehst du? Ja, ich sehe ihn. Ich krieg ihn aber gerade nicht. Ich habe ihn im Visier, Matze. Du kannst, wenn du willst. Wenn wir zwei rüberkommen eigentlich? Wunderbar. Erledigt. Ihr könnt eigentlich zu uns rüberkommen, ja, aber wir werden versuchen, da hinten dann durch den Hintereingang zu kommen. Hinter uns ist. Ich tuck mich mal, da kommt wieder eine Streife von denen. Ja, solange die Streife uns nicht sieht, ist alles gut. Lass die mal da rumlaufen. Egal. Ah, geil, und ich lieg hier voll auf dem offenen Feld. Ich muss weg. Ja, komm zu uns gelaufen. Dann lass uns noch weiter rumgehen, noch weiter rum. Kommt nicht auf die Idee, Granaten zu werfen. Die Patrouille zieht sich zurück. Jetzt hat sie uns wieder. Wer macht denn da was mit Granaten, Mann? Hier ist Nummer 5. Ich krieg nochmal eben allerdings ums Hoch. Das könnten natürlich unsere. Das sind. Nicht. Die also da hinten mit denen da oben. Auf dem Tor auf jeden Fall. Ja, weil ich ange.
Renn weg, renn, versuch wegzurennen. Ja. Ja, mach. Komm, Matze, wir versuchen uns weiter. Ah, sie ist tot. Aber du kannst, wenn du ganz tot bist, kannst du dich bei einem von uns spawnen lassen. Dann nimm Matze oder mich. Ja, gerade. Nimm Matze oder mich, dann kommst du hier hinten nämlich raus. Wir müssen von hinten jetzt mal versuchen, in die Basis reinzukommen. Ja. Kann ich was? Kannst du einmal das Gebäude ausspähen, was vor der Basis steht? Da rechts. Ich hab Kontakt. Scheiße, ich bin tot. Aber du kriegst mich. Anna, rett mich, liegt direkt rechts von dir. Ja, er will nicht. Kann ich nicht. Muss noch einen Schritt nach rechts. Er will das nicht. Das war blöd, die kamen gerade durch die Tür raus. Die Tür habe ich zu spät gesehen. Jetzt geht's. Danke. Nadine müsste gleich ganz tot sein, dann kann sie sich bei uns wieder spawnen. Okay. Wir gehen mal an die Tür ran. Zertes Ziel da. Boom, Tango erledigt. Wer auch immer das war, danke. Bitte. Den hatte ich nicht hier aus dem Schirm. Da ist einer links in dem Linksbums drin, ne? In einem Zelt, glaube ich. Ich hab ihn gesehen. Warte. Alter, ich hab Aaron angeklickt und bin völlig woanders wach geworden. Oh, das war ein Zivilist. Ich bin genau rechts von der Rebellenlage. Ich hab gerade einen Zivilist abgeknallt. Ich hab gedacht, der wäre von... Ey Leute, seht ihr auf der Map, wo ich bin? Ja. Ja. Super, ja. Ne? Was, wieso bist du da? Du konntest du nicht bei Dings beleben machen? Doch. Oh, ich hab ihn angeklickt. Ja, wir halten hier die Stellung, bis du wieder hier bist. Oh Mann, scheiße, wir sind nämlich hier auch noch ganz schön am beschäftigt. Hinter uns, Anna, hinter uns, Anna. Neben dir, Nadine, kommt gleich auch einer. Ich kann nämlich... Ich sehe. Gut. Erwischt. Gott sei Dank, ey. Das war gerade hart, ja, ey. Da kamen so zwei. 5 Sekunden. 8. So. 3. 2. 1. Ich kenn's nicht schon. Das war letzte Sekunde. Perfekt. Ah, Nadine ist ja auch wieder hier. Ach schon, da kommen jetzt drei Jungs die den Gang runter. Die sind bei euch da hinten. Danke. Da komm. Wieder Richtung aufs Haus und 2 Stück. Kannst du durch das Fenster schießen? Oh. Habt ihr sie? Oh, da kommen noch mehr. Ja. Dann lass es hinten mal Schutz suchen oben in dem Gebäude. Ich hab 3 Stück direkt durch die Schießscharte. So, einer ist, glaube ich, durchgekommen. Den müsstet ihr noch nehmen. Den anderen habe ich. Ja, der ist direkt hier in dieser Ecke. Ich versuche mal, mich durchzuschlagen zu diesem Commander Tom. Das ist auf jeden Fall eine Waffenkiste. Ja, ich versuche mal zum Commander zu kommen. Da gibt's eine Munitionskiste bei dem Commander. Irgendwo in dem Haus. Wo komme ich in dieses scheiß Haus rein? Weil ich da kommen so hier viele bei mir Leute ist auf jetzt jeden Fall auch Munition und Waffen. Und ich glaube, dass wenn wir diesen Commander kriegen, von außen, dass dann die Leute nicht mehr nachkommen. Lass mich durch hier. Da kommen jetzt 4-5 Leute nach, ne? Ja, halt die in Schach. Ich versuche den Commander zu schnappen. Ich bin gleich an ihm dran. Zeig mir deine Hände, Arschloch. Ich hab ihn. Was soll das? Wie läuft's so, Drecksack? Pendejo. Mierda. Ihr könnt mich auch gleich umbringen. Ich rede nicht, Karacho.
Ganz wie du willst. Aber bei sadistischen Fickern wie Jodie und Polito hängst du vielleicht als Nächster von der Decke. Man kann ihnen nicht trauen. Okay. Wäre besser, wenn ich sie aus deinem Leben die werden gleich alle zu mir kommen. Ich wo bist du? Gerade, im Gebäude. Wir können uns gleich zurückziehen. Ich habe ihn gleich fertig gehört. Ich wäre jetzt gleich. Aber bei diesem. Sag, du hättest ein Paket. Oje, Polito. Hast du schon den Strom deaktiviert, ne? Ja, die wird zu dumm, wenn ich dich zu verstehe, die Olscher. Bestimmt kommen jetzt drei oder vier bei mir den Mission abgeschlossen. Mach, wir können abhauen. Ja, ich werde. Ich kann hier noch nicht rauskommen. Schicken Sie die Daten. Wir kümmern uns drum. Ich habe jetzt die Mine gelegt. Wie viele Leute habt ihr da noch? Ich komm. Zurück an die Arbeit. Hat mir jetzt die Waffenkiste? Vier oder fünf. Du viele. An der Treppe, Vorsicht. Lass die ruhig hochkommen. Granate. Einen habe ich. Bam, Ziel erledigt. Granate fliegt. Granate, volle Deckung. Noch einen. Wir holen euch. Wir lassen keinen zurück. Ich bin keiner zurückgelassen. Zwei habe ich ausgeschaltet. Oben runter. Zwei sind noch da. Oben. Scheiße, jetzt haben sie mich auch erwischt. Alle tot. Aber wurscht, wir haben die Mission. Wir haben die Mission abgeschlossen, das ist gut, wir haben die nächste Mission freigeschaltet. Ja. Das Ding ist, wenn sie alle hochgelaufen, werden sie alle von den zwei Minen erwischt worden. Ja. Aber sie sind auf sich getrennt. Ich habe ja Gott sei Dank den scheiß Kommandeur da verhört. Und der hat uns die nächste Mission gegeben, netter Kerl. Also der war schon anstrengender als Aufschlag. Der war echt cool und der war auch mal taktisch. Ja, das Problem war einfach das, dass wir viel zu viele von den Patrouillen immer wieder angelockt haben. Und damit wurde es halt sauschwer. Ja, aber das war trotzdem cool. Wir haben sie auch beinahe geschafft. Vor allem, weil er mich da voll in die Pampa geschickt hat. Jetzt können wir übrigens, so wie das aussieht, ohne Probleme in die Basis rein. Die ist nämlich jetzt uns. Oder? Nee, doch nicht. Aber da ist noch eine Waffenkiste, die will ich eigentlich haben. Seht ihr das auf der Map? Ich hab grad eine irgendeine Waffe bekommen. Da gibt's ein Stromgewehr zu holen. Aber, nee, ich da nochmal reinzugehen wäre Selbstmord. Ich guck mal, wo die nächste Story-Mission ist. Ja, super Shorty habe ich hier. Also ich würde mich da jetzt aber eigentlich dann gerne ausklinken. Ah ja, stimmt, wir können eigentlich Schluss machen für heute. Das reicht eigentlich, wir haben Viertel nach elf, ne? Ja. Okay, dann war's das für diese Folge. Die nächste Folge gucken wir mal, dass wir sie morgen irgendwann produzieren. Ich lade sie auf jeden Fall sofort hoch, wenn sie fertig ist, also... Bleibt gespannt und bleibt immer bei unserem Kanal. Einfach abonnieren und dann verpasst ihr keine der Folgen. Wir werden gucken, wie viel wir noch hinkriegen, bis wir die Beta leider wieder enden müssen am Sonntag. Bis dahin, tschüss und macht's gut.